So, ich werde jetzt hier diese Hausnummer mal rausschneiden mit den Werten aus 1 mm Blech. Die Werte sind noch nicht optimal, da muss ich noch ein bisschen rumspielen. Ich schneide da jetzt mit 17 Ampere. Es blieb, aber mit den Werten, wenn ich was geschnitten habe, immer relativ viel Schlacke auf der Rückseite. Aber ich werde es einfach mal mit den Werten schneiden. So, fertig rausgeschnitten. Und dann gucken wir es uns mal an. Ja, ich lasse erstmal noch abtropfen. So, ich habe es jetzt ein bisschen abtropfen lassen. Dann gucken wir es uns mal an. Also die Oberseite sieht ganz gut aus. Ja, und an der Unterseite ist halt relativ viel Schlacke. Ja. Ich werde das Teil jetzt mal sauber machen. Einfach mit der Flex, mit der Schrubbscheibe ein bisschen drüber gehen. Also mit der Fächerscheibe. Und dann kann es auch schon gebogen werden. Gut, ich habe jetzt das Teil mit der Fächerscheibe auf beiden Seiten sauber gemacht und jetzt werde ich es biegen. Also die Seitenteile einfach so weit zurückbiegen, bis sich die Kanten hier treffen und diese kurzen Teile hier unten und hier oben dann einfach so weit runterbiegen, bis das Ganze eben hinten ja gerade zu dieser Form steht. Gut, ich habe das Ganze jetzt so zurechtgebogen. Am einfachsten geht es, wenn man die Seitenteile ein bisschen überbiegt und dann wieder ein Stück zurückbiegt. Ja, oben und unten sind diese Laschen, wo man eben dann an der Wand Schrauben reinmachen kann. Und genau. Ich sehe gerade, dass ich die unteren falsch rum gemacht habe. Also bei den oberen, da hängt man ja quasi die Schraube rein und dann drückt man es runter. Und da ist es falsch rum. Aber das werde ich noch ändern, bevor ich die Dateien dann mit hochlade. Gut. Ja, dann einfach wieder hier so ein LED-Licht und oben einsetzen. Genau, da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass man hinten das nicht zu weit biegt, weil es ein bisschen knapp ausgeht, aber da ist schon noch Luft. Genau. Ja, wie gesagt, die Dateien lade ich wieder hoch. Über Feedback würde ich mich freuen, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Verbesserungsvorschläge. Jo.
So, ich habe es jetzt mal aufgehängt. Der Lichteinfall ist da jetzt ja, ziemlich schlecht. Sieht man jetzt nicht so gut. Aber man kann es, glaube ich, erkennen. Also in echt sieht man die Zahl besser als da jetzt im Video. Aber ich werde es dann nochmal zeigen, wie es dann im Dunkeln ausschaut. Also jetzt ist das LED-Licht auch an, aber das ist viel zu dunkel. Also man sieht es kaum. Jetzt ist natürlich hier auch noch der Bewegungsmelder an, aber auch wenn der aus ist, das Licht da drin ist viel zu schwach. Das heißt, ich werde die Innenseite mal selber lackieren und das dann nochmal testen. So, da man jetzt quasi das so schlecht sieht im Dunkeln und auch im Hellen wegen der Hauswand, also zumindest wenn das Ganze schwarz beschichtet ist, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ich werde einerseits die Innenseite von der Hausnummer irgendwie Silber ansprühen, damit es schöner reflektiert. Das hat auch bei diesen Garten-LED-Laternen schon Welten was verbessert. Also um Welten wurde es besser. Und zum Zweiten werde ich noch eine Rückwand mit dazu machen. Die Datei lade ich ebenfalls mit hoch. Da kommt quasi erstmal diese Rückwand an die Hauswand und dann kommt eben mit den gleichen Löchern die Hausnummer noch drauf. Aber dann kann man eben diese Rückplatte auch beschichten, irgendwie hell Silber oder was. Und dann reflektiert das Ganze schöner und dann ist es eben auch heller. Genau. Von den zwei Löchern hier nicht irritieren lassen. Die werde ich weglassen in der Datei. Die habe ich nur für mich gemacht, weil ich bei unserer Hauswand die alten Löcher verwenden werde, weil mich meine Eltern sonst killen, wenn ich denen da neue Löcher in die Hauswand bohre. Also ich hoffe, man kann es gescheit erkennen mit den Lichtverhältnissen jetzt. Aber jetzt mit dieser anderen Rückplatte sieht man es schon deutlich besser. Wahrscheinlich, wenn ich näher hingehe, geht wieder der Bewegungsmelder an. Ah, es geht sogar. Ist, glaube ich, ganz gut geworden. Da sieht man es jetzt noch mal ein bisschen näher. Ja, jetzt ist der andere Bewegungsmelder angegangen. Wow. Wie gesagt, Dateien lade ich wieder hoch. Die Fehler habe ich schon ausgebessert. Und wenn ihr noch irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren dann was dazu schreiben.